Au! Bin ich denn hier der Ball? Oder wie? Fließt erstmal eine Woche. Ja, war dann mal vorbei. Herzlich willkommen zu Rocket League. Ich bin der Jacho 85 und spiele heute mal wieder alleine. Also ich bin nur alleine, wir werden ja zwei andere Kollegen zugelost. Und wir gucken mal, was heute so passiert. In diesem ganzen Gewühl. Jetzt haben wir was gefunden. Und mal schauen. Oh, Sieger durch Aufgabe. Ja, auch nicht schlecht. So geht's natürlich auch. Und dann machen wir das Spielchen einfach nochmal. Naja, okay. Aber jetzt sieht's gut aus. Wo wir einer gesucht werden. Und die anderen drei spielen drüben offensichtlich zusammen. Na, logischerweise aber. Oh, da hat eine hohe Ping. Wenn es jetzt ruckelt, ist es dann nicht mein Verschulden. Aber wir legen erstmal los und gucken, was das Spiel so hergibt. Welch rasante Tor. Oh, der war stark. Schnell zurück. Ja, jetzt ist ein bisschen irritiert hier. Ja. Super. Oh, Arschkeks hat das Spiel betreten. Hallo Arschkeks. Jetzt sind wir mehr im Team. So, okay. Das geht schon mal gut an. Kann es gerne weitergehen. Sehr gut geklärt. Ich brauch Boost. Uch, du heilige Kacke. Das ist schon interessant, die heilige Kacke für den Arschkeks. Ich stehe schon ziemlich lustig vor. Na kommt. Ach du heiliger Mist. Au! Bin ich denn hier der Ball? Oder wie? Fließt erstmal eine Woche. Der war dann mal vorbei. Ja, der Ball, der tropft ja nur so ab hier. Au, das war ja schon. Ja, super. Naja, 1-1 ist noch verschmerzbar. Olivio Nummer 2. Ja, passiert. Steht hier einer rum? Ja. Ey, das ist meine Idee. Das ist wirklich meine Idee. Ja. Wie als Vorlage gehen können. Ja. Sehr einladend immer und dann plötzlich sind sie vom Tor. Mal den Boost damit. Ja, der hat er gesessen. Zack! Und drin ist er. Schöner Pass. Schön Ecke gehauen. Die Fans kröken auch, was das Zeug hält. Arschkeks ist immer noch vor mir. Liebe Grüße an den Arschkeks. Mal wirklich was abwarten. Scheiß. Oh, daneben, ja.
Ich wollte den anderen Ball lassen. Warum das so? Sehr gut. Hui. Das wird sich also mehr hängen geblieben. Sehr gut. Boxer 101. Ja, der Roxanne Nummer 1 hat das schon mal gespielt, wie es aussieht. Arschkeks eher nicht. Wahrscheinlich eher an der Pobacke gekratzt. So. Ja, genug Arschwitze gemacht. Ich bin die schnellsten. Ja, war gut. Ja, gut ausgespielt. Der Winner war es Olivio 2. Hat nur reingeschlänzt. Der Altre ist drin. Steht hier hin rum? Ja. Hier macht das schon. Ja, das so. Schön daneben geflogen. Herrlich. Und drin ist er trotzdem. Danke, Rockstar 101. Gibt nur so schön angeflogen und dann klappt auch wieder nicht. Was aber ein Rockstar. Bei denen klappt wieder alles. Das ist sein Match. Oh, toll, lag der Ball warum? Oh ne, da bist du ja noch mit euch. Wartet euch schlecht. Eiskalt trotzdem nicht. Oh, was macht denn der? Lebensgefährlich. Arschkeks. Sehr gut. Boxer erkannt. Schön, dass sie nicht aufgeben. Und sie hätten wahrscheinlich jetzt schon aufgegeben. Sie hat aus Versehen auf den Ball gefallen. Schönes Tor. Nicht meckern. Ja. In der Luft getroffen, das kann aber nicht wahr sein. Mit Roxa. Ja, das ist ja die Roxa-Show. Glatt 1000 Punkte. Das bin ich auch noch letzter geworden, das kann aber nicht sein. Aber das ist nicht schlimm, da kommt sich auf die Platzierung an. Man ist ja lieber hinter der Arschkeks als hinter der Boxer. Oder so. Ja, das war meine Vorlage. Nee, nicht mal rein. Oh, Arschkeks. Oh, der geht rein. Zack. Ich wollte ja auch noch mal. 7-2 ist jetzt ziemlich knapp. So, ranhalten. Naja, trotzdem. Ein 7-2. Was war es jetzt? 1 oder 2 oder 5 oder 9? Egal, wir haben auf jeden Fall gewonnen. Mit Arschkeks in der Hose, also 7 zu 2 war es, sieht man ja nochmal. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und freue mich aufs nächste Match von Rocket. Euer Jörg. Fortsetzung der durchgeknallten Knalltüten folgt, sobald eine neue Folge verfügbar ist. Bitte warten. Und so.